wie vielen Jahren warst du das erste Mal verliebt? Kannst du Fotos einblenden, als du ein Kind warst? Dieses Video schulde ich euch schon seit Jahren. Ein Video, in welchem ihr mich besser kennenlernt, in dem ich euch vielleicht auch besser kennenlerne. Ich dachte, es würde mir leichter fallen, aber ich muss sagen, ich habe echt Respekt vor Leuten, die wirklich komplett frei und offen über ihre Gefühle reden können. Ich finde es sogar in die Kamera leichter als jetzt face to face, aber generell, ich beneide wirklich Leute, die so komplett offen über sich selber erzählen können, über ihre Gefühle, also großen Respekt. Denkt nicht, weil ich nachts auf Wäldern schlafe oder irgendwelche Lost Place besuche, dass ich nicht auch irgendwie Angst habe. Ich bin auch eine Pussy. Aber heute entwickle ich mich wie ein Pokémon weiter und beantworte eure Fragen. Mal mehr persönliche, mal weniger persönliche. Und generell plane ich mehr mit euch zu machen, mehr euch einzubinden. Deswegen dürft ihr mir sehr, sehr gerne was zuschicken. Irgendwelche Pakete, die ich dann in den Videos aufmachen kann. An dieser Adresse, ihr könnt auch in der Videobeschreibung schauen. Und dann mache ich eure Pakete auf. Ihr könnt mir auch so gruselige Sachen zuschicken. Dann machen wir so ein, meine Zuschauer schicken mir gruselige Pakete zu oder irgendein cooles Format. Hätte ich richtig Bock. Okay, Freunde, ich habe 50 Fragen rausgesucht. Die legen direkt los. Okay, die erste Frage. Was war dein Traumjob, als du klein warst, also wahrscheinlich, was ich werden wollte. Tatsächlich schon immer irgendwas, ich glaube, das ist Standardantwort von den meisten oder von vielen, irgendwas mit Medien. Ja, wollte ich auf jeden Fall machen. Ich habe immer sehr gerne Sachen aufgenommen, gerne mit Kamera rumgespielt und bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich den Job machen kann, den ich gerade mache. Apropos Traumjob, ich hatte auch in meiner Jugend oder in meiner Spätjugend, sagt man das, hatte ich auch ein paar Albtraumjobs. Ich habe zum Beispiel so als Nebenjob in der Spielothek gearbeitet für 5 Euro die Stunde. Ich weiß noch, ich musste da um 6 Uhr antanzen und es hieß, wenn ich irgendwie Geld verliere, weil man musste so mit Wechselgeld umgehen und wenn dann irgendwelche Leute, die gerade zocken, bei dir Geld wechseln, da musst du aufpassen, dass du da nicht dich verzählst oder so. Ich bin sehr, sehr schlecht in Zählen und Mathe generell. Auf jeden Fall hat mir dann einer der Mitarbeiter, wollte mir, wie kommen wir eigentlich auf das Thema gerade, wollte mir zeigen, wie man schnell Geld zählen kann. Da gibt es so Tricks. Und irgendwie hat er es geschafft, mir 80 Euro zu klauen. Und dann musste ich 2 Tage umsonst arbeiten, um das Geld wieder reinzuholen. Das war einer meiner Albtraumjobs. Und ich war, habe bei so einem Inder gearbeitet, der aber, glaube ich, Pakistaner war, also der Inhaber, aber er hat so getan, als wäre Inder, keine Ahnung. Ich habe gesehen, wie er seine Frau mit dem Telefon geschlagen hat. Das sind so traumatische Erlebnisse, die werde ich nie vergessen. Deswegen, bevor ihr denkt, ich habe da irgendwie nur YouTube gemacht oder keine Ahnung was. Ich habe schon sämtliche Jobs gemacht. Ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf, was ich gerade mache. Mit wie vielen Jahren warst du das erste Mal verliebt? Kannst du Fotos einblenden, als du ein Kind warst? Also hier schon mal die Fotos. Ja, süß, gell? Das ist auch süß. Ach, und das ist richtig süß. Und das, ich war schon süßer, oder? Von das Grinsen habe ich nicht verloren. Und zum ersten Mal verliebt, das ist echt eine schwere Frage. Ich kann dich gar nicht richtig beantworten. Ich war in Sailor Moon verliebt. Das war, ich glaube, das war meine erste Liebe, war Sailor Moon, wirklich. Ich habe sogar mal geträumt, dass ich eine Folge Sailor Moon verpasst habe und in dem Traum geweint habe. Obwohl ich nicht mal alle Folgen geschaut habe oder so, aber im Traum, also irgendwie meine Liebe zu Sailor Moon, das ist krank, aber irgendwie war ich verliebt in Sailor Moon. Ich weiß nicht warum. Macht keinen Sinn, vor allem, da gibt es viel heißere bei Sailor Moon als Sailor Moon, als Bunny Zucchini. Aber das war meine erste, glaube ich. Nee, Ranma. Nicht Ranma. Die Kagome. Ach, scheiß drauf. Ranma auch, aber die eine Version, ihr wisst schon. Anime hat meinen Kopf kaputt gemacht. Hast du mal geplant, in einem anderen Land auszuwandern? Ich habe auf jeden Fall mal 2 Jahre in Portugal gewohnt und ich wäre auch nicht abgeneigt, wieder irgendwann mal auszuwandern. Ich habe Bock mal nach Japan zu ziehen. Also ich bin da jetzt 5-mal gewesen. Ich liebe dieses Land so sehr und habe jedes Mal gesagt, ich möchte mal eine Zeit lang leben in Japan. Ich glaube, das werde ich irgendwann in Angriff nehmen. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, auf so eine einsame Insel mit ein paar auserwählten Leuten. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr frei, was das angeht. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Seid euch nicht selber im Weg. Wenn ihr irgendwelche Pläne habt oder irgendwelche Träume habt, irgendwas mal machen wollt, dann macht es einfach. Steht euch nicht selbst im Weg, denn ihr habt nur ein Leben und das wäre absolute Verschwendung, wenn ihr irgendwann mal was machen wolltet. Weil die meisten Dinge, die man im Leben bereut, sind Dinge, die man nicht gemacht hat. Deswegen, also mein Rat an euch, wenn ihr mal sagt, ich will das mal ausprobieren, dann macht's. Was habt ihr zu verlieren, als da zu sein, wo ihr jetzt seid? Also, Punkt. Würdest du einen Tag im Wald übernachten und ein Video machen? Ich habe was Schlimmeres gemacht. Ganz kurzer Spoiler. Okay, Freunde, ich werde die Challenge akzeptieren und hier eine Nacht auf diesem Friedhof verbringen. Ist schon sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Es ist lang her, wo ich zuletzt irgendwie zelten oder campen war oder so. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie, was machen Sie hier? Nächste Woche kommt das ganze Video dazu. Wie gehst du mit Selbstzweifel oder Unsicherheiten um? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und auch nicht so einfach zu beantworten. Was mir sehr, sehr hilft, ist zu wissen, dass jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch auf der Welt, egal wie krass die Person ist, der krasseste Musiker, der krasseste Performer im Leben, hat Selbstzweifel. Alle Menschen haben Selbstzweifel. Diese Selbstzweifel dürfen nur nicht so stark sein, dass sie euch im Weg stehen.
Genau mit dem Beispiel mit woanders mal leben. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Die Selbstzweifel gehören dazu. Und wenn ihr das verstanden habt, ist schon mal die halbe Miete. Es ist normal, das zu haben. Und dieser Gedanke, dass es normal ist, Selbstzweifel zu haben, hilft einem. Das hilft mir sehr. Also dieser Gedanke hilft mir. Ich hoffe, euch auch. Ich habe oft genug noch Situationen im Leben, wo meine Selbstzweifel mir im Weg stehen. Denkt nicht, ich traue mich alles. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich bin längst nicht die Person, die ich gern sein würde. Was war dein Lieblingsfach und dein Hassfach? Ich war extrem schlecht in Mathe. Ich hasse Mathe. Ich hab Mathe, wirklich, ich krieg Gänsehaut, wenn ich an Mathe denk. Dafür war ich irgendwie gut in Deutsch und ich mochte Deutsch. Also Deutsch, ich wusste nicht warum, einfach Deutsch, Deutsch. Aber ich mochte das Fach Deutsch. Welche Horrorfilme kannst du uns empfehlen? Puh, die Liste ist unendlich lang und wenn ich jetzt anfange, irgendwas aufzuzählen, dann ist das unfair den anderen geilen Filmen gegenüber. Es gibt viel zu viele geile Horrorfilme. Informiert euch selbst. Nächste Frage, in welchem Land lebst du? Ich wohne gerade in Deutschland, in der Nähe von Berlin. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen, würde mich interessieren. Also ich kann keinen richtigen Zeitpunkt nennen. Ich fand YouTube schon immer cool, seit ich wirklich denken kann. Ich fand dieses Konzept von YouTube auch cool, dass du einfach dein Ding machen kannst. Dass du einfach, ja, du machst die Cam an, laberst rein, so wie jetzt, lädst das hoch und hoffst, dass ein paar Leute das mögen. Ich finde, YouTube ist einfach eine absolut geile Plattform. Ich liebe es, YouTuber zu sein. Ich meine, Leute wie ihr da draußen, schaut meine Videos und dafür bin ich einfach unendlich dankbar. Wie steht's um deine psychische Gesundheit? Schwer zu beantworten. Was ist gesund? Was ist gesund? Ich würde nicht sagen, dass ich kerngesund bin im Kopf. Was ist gesund? Aber ich denke, es ist auch gut so und jeder darf seinen Knacks haben. Erzähl uns was Gruseliges und ernst gemeint. Okay. Hä? Ich habe noch eine Story gefunden. Während ein YouTuber mitten in seinem Q&A-Video war, spürte er eine seltsame Präsenz im Raum. Er versuchte, den Gedanken zu vertreiben und konzentrierte sich auf seine Worte. Was denn das? Doch als er weitersprach, fiel sein Blick auf den Hintergrund seines Sets. Als er genauer hinsah, erkannte er die finstere Gestalt. Ein Samurai in einer schwarzen Rüstung. Was? Sein Herz schlug schneller, als ihm klar wurde, dass dieser Geist nicht nur ein Phantom aus vergangenen Zeiten war. Der YouTuber erinnerte sich an die Geschichten über einen Samurai, der vor vielen Jahren brutal ermordet worden war. Seine schwarze Rüstung war ein Zeichen seiner Rache, die er auch im Tod noch suchte. Während der YouTuber versuchte, sich zu beruhigen und das Video fortzusetzen, spürte er die Kälte des Geistes hinter sich. Jedes Mal, wenn er sich umdrehte, war der Samurai einen Schritt näher gekommen. Das Gesicht des YouTubers erblasste, als er die alten Augen des Kriegers sah, die ihm unmittelbar in die Seele starrten. Ein Moment später wurde das Bild schwarz, das Mikrofon verstummte und das Video endete abrupt. Was ist denn das für eine beschissene Story? Egal. Wann machst du wieder Merch? Dieses Jahr. Dieses Jahr und er wird ultra krank. Wie würdest du als Mädchen heißen? Wahrscheinlich auch Kio. Welches Sternzeichen bist du? Skorpion. Ich muss ein bisschen schneller machen, Leute, wir haben so viele Fragen. Kennst du Pain aus Naruto? Ich liebe Naruto aus Pain. Einer der geilsten Charakter überhaupt. Welche Religion hast du? Bist du gläubig? Ich glaube nicht wirklich an Gott. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es eine größere Macht gibt. Also ich bin nicht abgeneigt daran zu glauben. Aber ich glaube nicht, dass es diese Religionen, dieses Konstrukt Religion, dieses ich bin Team, keine Ahnung, Christentum, Team Judentum, Islam, daran glaube ich nicht. Was hast du in deiner Kindheit am liebsten gemacht? Schöne Frage, aber auch schwer zu beantworten. Ich glaube, wie die meisten von euch. Ich habe Anime geschaut, Videospiele gespielt. Früher war man öfter draußen und hat da so mit dem Gameboy gespielt. Draußen mit seinen Freunden, so mit Linkkabel. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr verrückt nach Pokémon war. Seit wann schaust du Anime bzw. liest Manga? Was ist dein Lieblingsanime? Also auf jeden Fall seit meiner Kindheit. Anime hat mich krank geprägt. Ich glaube, mein erster Manga war Dragon Ball und ich fand das immer so cool, dass man das so rückwärts gelesen hat. Also das erste Mal, wo ich Manga in der Hand hatte und es so komisch war, so von hinten. Und ich fand das cool, weil es so anders war. Und ja, hat mich sehr geprägt. Können wir heiraten? Ja. Bist du gay und falls nicht, kannst du mich grüßen? Was ist denn das für eine Frage? Ich bin nicht gay, aber falls ich gay wäre, dürfte ich dich dann nicht grüßen? Oder wie? Dann grüße ich erst gar nicht. Glaubst du an Vampire? Ja, ich glaube nicht nur an Vampire. Ich bin sogar einer. Ich hoffe, das war nicht zu cringe. Hast du oder hattest du schon mal andere Haustiere? Ja, ich hatte damals einen kleinen Hasen, den habe ich Jackie Chan genannt, aber habe ihn immer Hasi gerufen. Rest in peace. Hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Kannst du mal eine Roomtour durch dein Zimmer machen? Okay, ich mache eine Mini-Roomtour, okay? Weil ich bin hier gerade eingezogen oder eigentlich bin ich schon ein bisschen länger hier, aber ich bin also gefühlt noch gerade eingezogen und ich habe noch gar nichts gemacht. Das da ist Mamikos Place. Sag mal hallo. Mamiko knabbert, gönnt sich gerade Knochen. Hier habe ich hier so ein bisschen Bücherregal, hab's noch nicht wirklich fertig. Figuren.
Beamer gegönnt, weil diese weiße Wand hat Beamer gebraucht. Hier ist nochmal General Fujitara. Und hier ist Eureka, mein Saugroboter. Ohne sie würde ich untergehen. Dann, hier sind meine Klamotten. Bisschen Ankleidezimmermäßig, aber sehr unaufgeräumt. Hier bin ich. Und ja, hier kommen noch so Bilder hin. Also ich bin eigentlich wirklich noch fresh eingezogen, aber ich bin zu nichts gekommen. Hier ist mein Studio, mein Arbeitszimmer. Das kennt ihr, glaube ich. Normalerweise ist die Kamera immer hier. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal so Full-Room-Tour machen soll. Vor allem, ich muss euch mal einen Dachboden zeigen. Richtig gruselig. Was war das Schlimmste, das du in der Schule gemacht hast? Ich war jetzt nicht der bravste Schüler, aber ich habe jetzt nichts im Kopf, was ich voll Schlimmes gemacht habe. Ich weiß, dass wir in der Pause musste man immer rausgehen zum Pausenhof. Also man durfte nicht in der Schule bleiben. Und wir sind immer im Gebäude geblieben und sind aufs Dach hoch. Und einmal hat es vergessen, der Hausmeister den Dachboden zuzumachen. Und man konnte einfach rein. Und da waren wir diesen Dachboden und alles war so mit so alten Tischen, Stühlen und auch alles voll gefährlich. Und wir wussten, wir durften dort nicht sein. Das war so ein richtiges Abenteuer. Das fand ich richtig geil. Und einmal hatte ich ein richtig schlimmes Erlebnis. Irgendein Schüler hat die Toilette in Brand gesetzt und hat mich beschuldigt. Er hat mich beschuldigt und ich schwöre euch auf Mamikus Ohrläppchen, ich war es nicht. Ich habe keine Toilette in Brand gesetzt, aber mir hat keiner geglaubt. Und dann kam so ein Vertrauenslehrer zu mir und hat gesagt, hey, du kannst es mir sagen, es ist vollkommen in Ordnung. Sag's mir. Und ich habe versucht, überzeugend zu sagen, Bro, ich war es nicht. Und das Ganze ging sogar zur Polizei. Und dann musste ich eine Aussage bei der Polizei machen. Und der hat mir zumindest geglaubt, der Polizist. Ich habe gesagt, ich rauche nicht mal. Also ich habe nicht mal ein Feuerzeug oder so. Und das war für ihn so, weil viele haben halt geraucht da und ich habe nicht geraucht. Ich weiß auch, wie meine Klassenlehrerin gesagt hat. Zum Glück kriegt man ja so solche Fälle sehr leicht raus mit Fingerabdrücken, so Brandsachen und guckt mich so ein bisschen an. Wollte mir so Angst so einschüchtern. Auf jeden Fall wurde dann der Täter erwischt. Nikolai, wenn du das siehst, dann du Bastard. Ich war es nicht. Aber das hat mich voll belastet. Weil das hat tagelang und das Gefühl, dass dir keiner glaubt. Ich meine, traut man mir das zu? Ja, aber ich war es nicht. Und das fand ich dieses Gefühl, dass ich niemanden überzeugen konnte, dass ich nicht war. Weil so ein Pisser glaubst du einfach nicht. Und das hat mich sehr getriggert und das hat mich echt belastet über Tage. War ganz schlimm. Ich hatte teilweise richtig, richtig geile Lehrer. Ich hatte aber auch teilweise so richtig beschissene Lehrer. Wirklich. Rassistische Lehrerin. Lehrerin, die mir eine 6 gegeben hat im Aufsatz. Damals in der Grundschule noch. Ich habe so einen geilen Aufsatz geschrieben und sie hat gesagt, ich habe die Story irgendwo geklaut. Obwohl ich habe die nicht geklaut. Sie hat so eine geile Story geschrieben. Ich hätte nie vergessen, hat mich so getriggert. Mein Leben lang diese Lehrer. Ich will keinen Namen nennen, mache ich auch nicht. Auf jeden Fall, die wurde dann, glaube ich, auch irgendwann mal gekickt. Aber ja, und egal. Wenn du ein Geist wärst, was würdest du dann machen? Frag lieber nicht. Hast du manchmal Angst bei dir zu Hause, weil du ja so viel Horror und gruselige Rituale machst? Ganz ehrlich, irgendwie manchmal schon. Irgendwie, ich bin so in der Aufnahme, ich mach grad so und dann denke ich mir so, was ist, wenn wirklich was passiert? Man weiß ja nicht. Manchmal denke ich mir schon so, okay, hier spukt's. So manchmal. Mamiku reagiert manchmal auch komisch, guckt irgendwie so in die Luft und Alexa ist einfach mal plötzlich angegangen. Oder was mir neulich passiert ist, ich habe dieses Netflix-Geräusch gehört, weil ich habe im Schlafzimmer noch einen Fernseher und ich habe dieses Dudum, kennt ihr dieses Netflix-Geräusch, habe ich so gehört und dann dachte ich irgendwie ist Fernseher angegangen, bin ich ins Schlafzimmer oder Fernseher ist nicht an und ich bin in einem Haus, also ich habe hier keine Nachbarn oder so. Was würdest du jemandem raten, der auch YouTube machen will? Mach auf jeden Fall, probiert's aus. Die ersten Videos sind immer, immer, immer scheiße. Die sind nie gut. Und auch wenn du denkst, oh, ich habe so viel Liebe in das Video gesteckt, das muss gut sein, warum schaut das keiner an? Glaub mir, das Video ist scheiße. Wenn du ein bisschen YouTube machst, mehrere Videos gemacht hast, dann schämst du dich für deine alten Videos. Und das ist normal, das ist okay, das passt schon. Fang einfach an, mach einfach, du hast nichts zu verlieren. Kann dich nur besser machen, es macht dich kreativer, du lernst was. Es ist nie umsonst. Es ist nie schlecht, wenn man sich was aneignet. Hi Kio, ich liebe deine Videos. Ich hätte aber eine Frage. Was ist deine Lieblings-Nintendo-Konsole? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Die Nintendo GameCube. Dieser süße Würfel, dieser süße lilane Würfel, diese kleinen CDs, die Farbe, die GameCube. Ich liebe die GameCube. So eine tolle Konsole. Ich wünschte, die machen so ein Remake mit geiler Grafik und so. Aber ich liebe die GameCube. Tolle Konsole. Geiler Controller, süß zum Essen. Was ist Mamiku für eine Hunderasse? Mamiku ist eine Shiba Inu-Hündin. Ja, und der Shiba ist eine uralte japanische Hunderasse. Ihre Wurzeln reichen bis ins 3. Jahrhundert vor Christus zurück. Seit 1937 gilt der Shiba sogar in Japan als Naturdenkmal. Machst du zurzeit Sport oder so? Ich bin gerade wirklich dabei, ein paar Pfunde loszuwerden und gehe auch regelmäßig gerade ins Gym. Ich hoffe, ich ziehe durch. Aber ich habe schon immer Kampfsport gemacht. Also ich habe Taekwondo jahrelang gemacht und Wing Chun war schon immer so Kampfsport-Fan. Ha ha ha!
Das hat gefetzt einfach. Wie hast du deine Leidenschaft für Horror-Creepypasta-Content entdeckt? Ich liebe Horror, seit ich denken kann. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht Horror mögen oder zumindest das Gefühl, sich zu gruseln. Ich glaube, das ist so in uns allen drin. Weil nachdem du dich gegruselt hast, das Gefühl danach, diese Adrenalin, die du davor bekommst und das Gefühl von Erleichterung, dass alles gut lief. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Horror mögen. Ja, und Creepypasta an sich, meine erste Creepypasta, die ich so kennengelernt habe, war das Lavandier-Syndrom von Pokémon. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir in so einer kleinen Gruppe und wir haben uns nachts so YouTube gegeben und dann sind wir irgendwie auf das Lavandier-Syndrom gekommen und das hat uns voll beschäftigt und die Story dahinter. Und dann weiß ich noch, wie ich dann nachts nach Hause gefahren bin, noch mit dem Fahrrad. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, die ganze Zeit das Gefühl, diesen Sound im Bett, habe ich es nochmal abgespielt. Geilste Gefühl, Mann. Das, also in der Jugend und in der Kindheit sowas zu erleben, so geil. Heute zieht das nicht mehr so sehr jetzt, aber trotzdem schön. Was verbindet dich mit Mamiko im Geiste? Ja. Also Mamiko bedeutet mir alles. Sie hat mich durch die schlimmste Zeit meines Lebens begleitet. Und mit ihrem so schwer zu erziehbaren Charakter hat sie mir auch die perfekte Ablenkung gegeben, die ich damals gebraucht habe. Und ja, Mamiko ist mein Leben. Hattest du mal eine traurige Phase? Ja klar, wer hat sie nicht? Also, es ist okay, ihr dürft traurig sein, es ist okay, wenn ihr eine Scheißphase habt. Hat jeder und habt einfach im Kopf, dass nach dem Regen die Sonne kommt und einfach Scheißzeiten dazugehören. Verliert die Hoffnung nicht. Unterstützt du die LGBTQ-Community und warst du schon mal auf dem Christopher Street Day? Ich war noch auf keinem Christopher Street Day, aber jeder soll lieben, den er lieben möchte. Alles im legalen Bereich, versteht sich. Wenn du ein Mädchen wärst, welche Haarfarbe hättest du dann? Oder wie würdest du sie färben? Ich würde wahrscheinlich genau gleich aussehen wie jetzt. Welche Kinderserie hat deine Kindheit geprägt, Kio? Auch eine schöne Frage. Kann ich auch nicht so richtig beantworten, aber ich kann mich erinnern, dass Pokémon mich damals so gecatcht hat. Dieses ganze Pokémon-Universum, ich war süchtig nach Pokémon. Die Serie, ich habe alles gesammelt, die Sticker, die Spiele. Ich habe Pokémon wirklich unglaublich geliebt. Ich liebe Pokémon. Ich weiß noch, ich hatte sogar so ein Problem mit meinem Hals, weil ich so viel Pokémon gespielt habe, so, dass ich die ganze Zeit ausgleichen musste, immer so machen, so. Weil ich ja so Schmerzen hier hinten hatte und musste irgendwie so ausgleichen und die Leute dachten, ich hatte eine Krankheit irgendwie, weil ich die ganze Zeit am Gameboy war. Ich war süchtig nach der blauen Edition. Die hat mich genommen. Pokémon hat mich gebrochen, wirklich. Hallo Kio, meine Frage, ob du noch gerne weitere Haustiere hättest. Eigentlich nicht. Mamiko reicht vollkommen. Ich habe nicht mal mein eigenes Leben unter Kontrolle. Das wäre verantwortungslos, noch ein weiteres Haustier zu holen. Wobei ich schon sagen muss, der Gedanke, eine Katze zu haben, wäre schon sehr schön. Aber Mamiko ist wie eine Katze und ja. Wie alt war Mamsen, als du sie geholt hast? Mamiko war noch ein Welpe. Mamiko war 3 Monate alt. Ja, hier mal ein paar Bilder. Das war das schönste Gefühl, als ich sie geholt habe. Das. Meine kleine süße Maus. Wie bist du zu Mamiko gekommen? Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel zu verdanken. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel sie mir bedeutet. Sie kam einfach zur richtigen Zeit in mein Leben. Wen hast du lieber, deinen Hund oder deine Zuschauer? So viele Mamiko-Fragen, das ist so süß. Ich hab euch natürlich auch lieb, ja? Mamiko ist Mamiko und ihr seid ihr. Ich hab euch alle lieb. Und nein, das ist nicht diese YouTuber-Laberei-Scheiße. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich bin über eure Kommentare dankbar. Ich bin so dankbar, dass ihr mich schaut. Dass ihr diesen Spaß guckt, dass ihr mich mögt. Dass es Leute gibt, die mich abonnieren, die einfach... die Interesse an mir haben, ich bin dafür dankbar. Ich bin dankbar und es ist nicht selbstverständlich. Auch wenn wir uns nicht persönlich getroffen haben, sind da trotzdem, ich meine, alles ist Energie und ich kriege diese Energie. Deswegen, ich liebe euch wirklich. Ich danke euch wirklich zutiefst. Kommt her. Glaubst du an Schicksal, oh mein Gott, das ist auch deep. Glaubst du an das Schicksal oder daran, dass du dein eigenes Leben gestalten kannst? Warum? Das ist diepe Frage, krasse Frage. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es sowas wie Schicksal gibt, aber trotzdem bin ich 100% davon überzeugt, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest. Natürlich seid ihr perfekt, wie ihr seid, aber ihr habt trotzdem die Möglichkeit, mehr aus euch rauszuholen, eine bessere Version von euch selbst zu werden und ihr habt euer Schicksal selbst in der Hand. Manche Sachen ergeben sich und du musst einfach in jeder Situation versuchen, das Beste daraus zu machen. Egal wie beschissen. Was war das gruseligste Video, das du gedreht hast? Ja, wenn man so viele Horrorvideos dreht, du gewöhnst dich natürlich dran und vor allem, wenn du gerade in der Aufnahme bist, dann vergisst du manchmal, wo du dich gerade befindest, weil du voll in deinem Flow bist und deinem Film. Wirklich der gruseligste Dreh, also mitunter in Japan, als ich diese gruseligen Orte besucht habe, war ja auch in diesem Waldfriedhof, fand ich heftig, oder
Oder dieser Inotaki-Tunnel, den fand ich wirklich super spooky. Vor allem, wenn man die Stories dahinter kennt. Schaut das Video auf jeden Fall an, falls ihr nicht gemacht. Also es ist richtig, richtig geil. Das fand ich sehr, sehr gruselig. Also der Waldfriedhof mitunter war auf jeden Fall einer der heftigsten oder gruseligsten Orte, an denen ich war. Und die ich immer noch gruselig finde. Warst du in deiner Schulzeit jemand, der viel gelernt hat und brav? Oder jemand, der viel geschwätzt hat und schlimm war? Liebe deine Videos, bitte hör nicht auf. Wie gesagt, ich war kein braver Schüler. Und ich weiß noch, dass ich extreme Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Und auch nichts ernst genommen habe. Manche Leute werden einfach später erwachsen. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Mathearbeit zum Beispiel so Triforces gezeichnet habe von Zelda oder irgendwelche Anime-Figuren und dann meine Lehrerin zu meiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, das hat ihr Sohn gemacht, der malt hier rum, den juckt das nicht. Ich habe aus einer 5 dann eine 8 gemacht und rumgespielt, bis die Zeit abging, weil ich hab das nicht ernst genommen. Und das ist nicht gut, also ihr müsst die Schule durchziehen, auch wenn das Schulsystem sehr, sehr veraltet ist. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber du lernst so viele wichtige Sachen einfach nicht. Technologie ist so schnell und die Schule kann sich da nicht anpassen. Und da sind so viele wichtige Sachen, die dir im Leben einfach fehlen. Emotionen zu erkennen, zu verstehen, darauf zu antworten, wie man effektiv kommuniziert, finanzielle Bildung, wie man Steuern zahlt, wie man Schulden vermeidet, Geld spart, Selbstreflexion, die Fähigkeit, sich selbst zu verstehen, Stärken und Schwächen zu erkennen. Das sind so viele Dinge, die du im Leben brauchst und dir in jedem Job helfen und das lernst du nicht in der Schule. Zudem wird deine Kreativität extrem eingeschränkt. Es gibt nur richtig falsch. Man achtet nicht auf deine Stärken und auf deine Schwächen. Und es gibt auch nicht diesen perfekten Weg, aber ihr müsst halt einfach verstehen, dass es so ist. Euch durch die Schule zwingen, das Beste geben, schreibt gute Noten, gibt Vollgas und dann könnt ihr gucken, was Sache ist. Weil natürlich sind gute Noten wichtig und Schule ist wichtig. Und ja. Hast du öfter was mit deiner Familie unternommen? Hätte ich auf jeden Fall gerne mehr und es solltet ihr auch. Familie ist nichts Selbstverständliches. Klar, manche haben jetzt vielleicht nicht keine tollsten Eltern oder Geschwister, die ihnen auf den Sack gehen. Und Familie kann man sich nicht raussuchen. Ihr müsst auch nicht alles akzeptieren, weil Familie Familie ist. Aber wenn ihr gute Eltern habt, dann wisst ihr auch zu schätzen. Schämt euch nicht für die. Ich weiß, im jungen Alter, da schämt man sich für die Eltern und so. Aber glaubt mir, Familie und Eltern ist nichts Selbstverständliches. Liebt eure Familie. Verbringt viel Zeit mit eurer Familie. Ihr werdet es bereuen, wenn nicht. Das sage ich euch jetzt schon. Wie würdest du mit Cybermobbing umgehen? Boah, harte Frage. Ihr habt heute echt tiefe Fragen ausgepackt. Ihr müsst sowas sofort anzeigen und melden. Ich denke, ich würde mich, wenn ich jetzt nicht vom Internet leben würde, mich erstmal komplett verpissen aus dem Internet. Also komplett Social Media löschen, einfach nur würde ich mein Ding ohne Internet machen. Ich habe auf Kyokin Sleep auf einem anderen Kanal auch ein Video über so ein Cybermobbing-Opfer gemacht, Amanda Todd, die sich wegen Cybermobbing das Leben genommen hat. Also die Gefahren von Cybermobbing sind nicht zu unterschätzen. 24/7 kannst du gemobbt werden, Anonymität. Die Leute trauen sich viel mehr, weil sie denkt, man kann das nicht zurückverfolgen. Also ganz, ganz widerliches Thema. Ihr müsst direkt mit euren Eltern reden, mit der Polizei. Und eben nur, weil es im Internet ist oder nur, weil es irgendwelche Kommentare sind, das nicht runterreden. Das ist ein ernstes Thema, ist das ernst zu nehmen. Und deswegen müsst ihr sowas auch direkt anzeigen. Das war's von den 50 Fragen. War für mich auch neu, so mit euch zu reden. Wenn euch das gefallen hat und wir sowas öfter machen sollen, dann einmal den Like-Button einslappen. Ansonsten, Freunde, vergesst mir nicht, Pakete zuzuschicken. Ich würde gerne dieses Format mit euch machen, wo ich eure Pakete aufmache. Das hat sich ein bisschen wie Therapie angefühlt, so offen mit euch zu reden. Ich muss noch offener werden. Ich merke, ich bin immer noch sehr verkrampft. Ich bin so eine Pussy, Mann. Ich bin wirklich eine Pussy. Ich könnte viel offener reden und das würde mir auch gut tun, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht.